Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Video-Rezension. Dieses Mal zu Die Auserwählten im Labyrinth von James Dashner. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um Thomas. Und als er wieder zu Bewusstsein kommt, befindet er sich in einem Aufzug. Und er weiß absolut nichts mehr, nur noch seinen Namen. Oben angekommen wird er dann von einer Horde Jungs, die sich allesamt so in einem Alter von 12 bis 18 Jahre befinden, in Empfang genommen. Sie befinden sich auf der sogenannten Lichtung, das Zentrum eines riesigen Labyrinths. Jeder von ihm ist ein bestimmtes Tätigkeitsfeld zugeschrieben, das die Gemeinschaft am Laufen hält. Da gibt es zum einen die Schlitzer oder die Schwabber und so weiter und so weiter. Und es gibt halt die Runner, die Läufer. Jeden Tag, wenn sich die Tore zum Labyrinth öffnen, betreten die Läufer das Labyrinth auf der Suche nach einem Ausweg. Ausschließlich die Besten können Läufer werden, denn zum einen ist das Labyrinth wirklich riesig und als wäre das noch nicht genug, verschieben sich in der Nacht auch noch die Wände. Und zum anderen sind sie den Grievern hilflos ausgeliefert, wenn sie es nicht mehr rechtzeitig zurückschaffen, bevor sich die Tore zum Abend hin wieder schließen. Griever sind übrigens riesige, ekelhafte Viecher, die halb organisch, halb Maschine sind, aber vor allem sind sie die absoluten Killermaschinen. Thomas ist trotzdem fest entschlossen, einer dieser Läufer zu werden. Doch er hat nicht allzu viel Zeit, sich an den Gegebenheiten dort zu gewöhnen, denn als er auftaucht, gerät die vermeintliche Ordnung zu brechen. Meine Meinung zu diesem Buch. Zum einen sei jetzt mal gesagt, ich habe jetzt hier diese Film-Schuber-Ausgabe. Macht sich jetzt ein bisschen blöd zum Hochhalten, weil da ist bloß praktisch das Labyrinth drauf. Aber unwichtig, denn die Geschichte ist wirklich sehr spannend. Eigentlich passiert gar nicht auf jeder Seite etwas wirklich Großes, aber trotzdem schwingt die ganze Zeit irgendwie so eine unterschwellige Spannung und vor allem Anspannung mit. Man beginnt genau wie unser Protagonist Thomas bei Null und muss erst nach und nach sich einen Reim daraus machen, was hier nun eigentlich los ist. Warum die Jungs überhaupt dort sind, wer sie dahin gebracht hat, wie man diesem Labyrinth entkommen kann, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Das sind alles Fragen, mit denen man konfrontiert wird und auf die man eben auch eine Antwort haben möchte. Man lernt die doch wirklich zahlreichen Figuren hier drinnen nicht sonderlich gut kennen. Ganz viele praktisch gar nicht, also mehr so eine Handvoll, die man auch tatsächlich dann mal mit Namen kennt. Trotzdem reichen diese paar Worte aus, um durchaus Sympathien zu entwickeln und vor allem seine Favoriten raus zu kristallisieren. Meine Lieblingsfigur hier drin ist übrigens der Newt, ganz dicht gefolgt von Mino. Ich finde, dieser Schreibstil geleitet einen wirklich flüssig durch die Geschichte. Das sorgt dafür, dass man sich hier drinnen nicht langweilt, sondern dass man eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwelche Theorien aufzustellen oder eben mitzufiebern, wenn mal wieder irgendeiner der Figuren um sein Leben laufen muss. Ich muss zwar sagen, dass wenn man halt schon mal ein paar Dystopien gelesen hat, sich durchaus das ein oder andere hier drin zusammenreimen kann. Aber für mich tat das der Sache überhaupt keinen Abbruch, weil man eben damit beschäftigt war, das große Ganze herauszubekommen und darüber kann man zumindest nach dem ersten Band nur spekulieren. Ich muss zwar schon gestehen, dass es hier drin so ein paar Dinge gab, die ich ein bisschen aufgesetzt fand, die meines Erachtens nicht unbedingt hätten sein müssen. Allerdings finde ich, wird man durch gewisse Wendungen einfach nur total geflasht. Damit meine ich insbesondere das Ende, weil das nochmal so einen Blick gegeben hat, auf so einen kleinen Einblick auf diese Gesamtheit. Hat mich total umgehauen, fand ich sehr gut. Allerdings gab es eine Sache, die mich wirklich total gestört hat, die ich in diesem ersten Band zumindest noch total überflüssig und störend finde. Nämlich eine gewisse Sache zwischen Thomas und Theresa. Ich finde, das passt hier überhaupt nicht rein. Ich habe es irgendwie als Fremdkörper empfunden. Mein Fazit also zu diesem Buch. Insgesamt finde ich, ist dieses Buch der totale Hammer und mit diesem Auftakt verspricht es, eine richtig, richtig geile Buchreihe zu werden. Dazu existiert ja nun auch bereits einen Film, der Maze Runner heißt. Ich habe dazu ja auch einen Buch-Film-Vergleich gemacht, das jetzt inzwischen schon eine ganze Weile online ist. Da gebe ich ja meinen kompletten Senf dazu ab. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Hier möchte ich jetzt aber nochmal sagen, dass ich den Film insgesamt okay finde. Allerdings, wenn man sein Gehirn zu Hause lässt, weil dieser Film hatte wirklich ganz grobe Logikfehler drin und sich nur auf die Action und auf die Bilder konzentriert, na dann ist der Film durchaus empfehlenswert. So oder so kann man sich den aber meines Erachtens mal angeguckt haben. Okay, das war's dann auch schon von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!